Ich habe mich entschieden, meinen Vortrag mit einer streitbaren Behauptung einzuleiten, nämlich mit der Behauptung, dass die besten Künstlerinnen oder Künstler diejenigen sind, die keine Kunstwerke produzieren. Für mich ist das eine Erkenntnis, für die ich mindestens ein halbes Kunststudium gebraucht habe. Und für euch hört sich das wahrscheinlich wie eine Provokation an oder wie ein Angriff. So ist es aber nicht gemeint. Aber das macht nichts, wenn ihr euch provoziert fühlt, denn dann ist diese Vortragssituation hier zumindest atmosphärisch, wenn sie schon nur rein Corona-bedingt nur rein digital stattfindet. Also wie komme ich zu der Behauptung? Es ist eigentlich ganz logisch und ich würde sagen, es dürfte auch gar nicht so weit weg sein von den Erfahrungen und Erlebnissen, die ihr gerade macht oder bisher gemacht habt. Was mich als Künstler an Werther während meines Kunststudiums immer am meisten strapaziert hat und herausgefordert hat, ist das Dilemma, dass ich als Künstler, wenn ich als Künstler oder als Künstlerin, wenn ich als Künstlerin oder Künstler wahrgenommen werden will, Kunst schaffen muss, ohne zu wissen, also erstens ohne zu wissen, wie das überhaupt geht. Und zweitens, ohne mit Gewissheit sagen zu können, was das überhaupt ist, die Kunst. Nicht, weil ich doof bin, sondern weil es vielleicht sogar zum Wesen der Kunst gehört oder die Kunst es so an sich hat, dass das nicht geht. Denn zu den wenigen eindeutigen Dingen, die sich über Kunst sagen lässt, zählt ja, dass es keine Anleitung für die Herstellung von Kunst gibt. Gleichzeitig gibt es nichts, was Kunst können muss. Es gibt meistens kein Problem, das Kunst zu lösen hat. Und eine der Ideen von Kunst ist ja sogar, dass sie keinen Zweck erfüllen muss. Und wenn es überhaupt so etwas gibt wie eine ansatzweise einheitliche Erwartung, die an die Kunst gestellt wird, dann meines Wissens ja nur die, dass Kunst etwas ist, das einen ganz tief im Innersten berührt und dadurch das Leben auf irgendeine Weise reicher macht. Ein Anhaltspunkt, wie man Kunst macht oder was genau Kunst ist, ist es aber noch nicht. Was noch dazu kommt und die Hürden für einen oder einen, der Kunst machen will, noch größer macht, schwindelerregend groß könnte man fast sagen, ist, dass Kunst in unserem Wertesystem, also im Wertesystem der westlichen Wertegemeinschaft, ganz weit oben steht. Man spricht ja nicht umsonst beispielsweise von der Kochkunst, der Kunst der Goldstickerei oder der Kunst, ein Motorrad zu warten. Kunst ist ein Qualitätsbegriff und mit dem Ausspruch, das ist Kunst, bringt man zum Ausdruck, dass etwas über reine Könnerschaft hinausgeht. Das ist respekteinflößend und die Schlussfolgerung ist, zumindest meine Schlussfolgerung daraus ist, dass Kunst nur dann entsteht, beziehungsweise, dass man nur dann in der Lage ist, Kunst zu machen, wenn man über sich selbst hinauswächst. Man könnte sagen, Kunst ist es erst dann, wenn man das Gefühl hat, besser kann ich es nicht mehr hinbekommen, wenn man sich verausgabt hat. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Wir nähern uns so langsam der Sache, auf die ich eigentlich will. Bedeutet also für mich als Künstlerin oder als Künstler, dass ich, wenn ich es ernst meine und wenn ich nicht nur einen Markt bedienen will, jeden Tag mit voller Inbrunst an der großartigsten Sache der Welt arbeiten muss, ohne zu wissen, wie das überhaupt geht und was Kunst überhaupt ist. Und damit das einen Künstler oder eine Künstlerin nicht völlig überfordert und in den Wahnsinn treibt, entwickelt jeder seine eigene Formel, wie er Kunst machen kann. Also man spricht vom künstlerischen Ansatz. Und hier kommt meiner, jetzt kommt wieder ein kleines YouTube-Video. Es tut mir leid, es wird jetzt wieder etwas, es ist, weil dieses Programm so wenig benutzerfreundlich ist, muss ich hier jetzt zuerst suchen. Sekündchen. So. So, ich muss hier den Link kopieren, hier in dieses Programm händisch einfügen, teilen und dann müsstet ihr jetzt eigentlich sofort. Hallo Leute, was ist Kunst? Gute Frage, werdet ihr sagen, oder? Aber Spaß beiseite, diese Frage belastet mich wirklich. Seit ich Kunst mache,
Und ich mache schon seit längerer Zeit Kunst. Also damit meine ich nicht, dass ich schon immer kreativ war oder so, schon als kleines Baby, das natürlich auch klar, sondern dass ich richtig Kunst mache. Seriös. Also ich werde Künstler und studiere Kunst an einer Kunsthochschule. Ich habe gerade eine halbjährige Auszeit vom Kunststudium genommen, war in München und Berlin und so. Und ich habe über ein halbes Jahr gar keine Kunst gemacht. Und seit ich ein halbes Jahr ganz gut ohne Kunst gelebt habe, frage ich mich stärker als je zuvor, was Kunst überhaupt soll. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann gerade nicht weitermachen wie vorher, bevor ich nicht den Sinn hinter der Kunst entdeckt habe. Also, was ist Kunst? Man kann aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen an die Frage, was ist Kunst, rangehen und kommt auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen zu überhaupt keiner Antwort. Man stellt sich zum Beispiel schon, bevor man Kunst macht, die Frage, was ist Kunst? Dann heißt das, was ist Kunst überhaupt? Was muss Kunst können? Und wie mache ich Kunst? Und man fragt sich, während man Kunst macht, was Kunst ist. Dann heißt das, ist das, was ich gerade mache, Kunst? Beziehungsweise ist das Kunst, was ich gemacht habe? Und wann ist das, was ich gerade mache, fertig? Also wann ist das, was ich gerade mache, Kunst? Die Frage, was ist Kunst, ist also so eine Art unendliches Baumdiagramm. Nur, dass an den einzelnen Verästelungen nicht neue Fragen stehen, sondern immer dieselbe Frage, was ist Kunst, die man sich nur immer wieder zu unterschiedlichen Zeitpunkten neu stellt. Ich kann mit ziemlicher Gewissheit sagen, dass ich bisher noch niemanden kennengelernt habe, der eine Antwort auf die Frage, was ist Kunst, parat hatte. Ich glaube, es gibt gar keine richtige Antwort auf die Frage, was ist Kunst. Trotzdem muss ich als Künstler merke ich das aber dazu später. Paradoxerweise erkennt jeder richtige Kunst sofort, wenn er sie vor sich hat. Versteht ihr, was ich meine? Jeder erkennt sofort, was Kunst für ihn ist, ohne sich überhaupt irgendeine Frage stellen zu müssen. Merkwürdigerweise ist das ja gerade das Wesen von richtiger Kunst. Sofort zu erkennen, dass es Kunst ist, ohne irgendeine Antwort auf eine Frage zu haben. Als Künstler, auch wenn ich mich freiwillig dazu entschieden habe, Künstler zu sein, muss ich also etwas machen, von dem ich gar nicht weiß, was es ist. Damit stehe ich vor demselben Problem wie die meisten anderen Künstler auch. Ich weiß nicht, was Kunst ist, aber ich muss trotzdem Kunst machen, weil ich mich dazu entschieden habe, Künstler zu sein. Ich meine, ich muss etwas machen, über dessen Ausgang ich völlig im Unklaren bin. Darum habe ich angefangen, mehr über das Handeln nachzudenken. Handeln bedeutet übersetzt aber nicht über das Kunstmachen nachzudenken. Denn wenn ich nicht weiß, was Kunst ist, dann brauche ich ja auch nicht über das Kunstmachen nachzudenken. Handeln ist alles, was nicht Kunst ist. Oder lass es mich anders erklären. Kunst ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Sagen wir ein Drittel. Handeln heißt, ich denke darüber nach, wie ich mich in den anderen zwei Dritteln meines Lebens verhalten muss, um Kunst für mich möglich zu machen. Wie ich mich in den anderen zwei Dritteln meines Lebens verhalten muss, wie ich die anderen zwei Drittel meines Lebens zu meistern habe, die vorausschaubarer sind, die planbarer sind, eindeutiger sind und klarer sind als der Kunstanteil meines Lebens, in denen es gut und schlecht gibt, Erfolg und Misserfolg, Gelingen und Scheitern. Ich weiß noch immer nicht, was Kunst ist, aber ich habe eine Lösung gefunden, um für mich selbst Kunst zustande kommen zu lassen. Aber diese Lösung ist vielleicht ziemlich unkünstlerisch, weil sie gar nichts mit Inspiration oder Eingebung zu tun hat. Ich stelle mir selbst Regeln für mein Leben auf. Also Regeln, die ich mein Leben zu leben habe. Und versuche diese Regeln einfach eins zu eins, so gut es geht, zu befolgen. Ich muss es vielleicht anders beschreiben. Dadurch, dass ich Künstler bin, ist mein Kunstschaffen für mich genauso eine Tätigkeit wie für andere, ins Büro zu gehen, zu klempnern, zu schreinern, anzustreichen, was auch. Also, ich muss ganz kurz unterbrechen. Irgendeine Person hat ihr Mikrofon offen und wir können alle mithören, dass sie sich gerade entweder über mein Video beschwert oder es ganz toll findet. Ich kann es nicht genau sagen, aber nochmal die Bitte, Mikrofon bitte aus. An der Stelle ist die Frage, kann man mich verstehen? Hört ihr mich? Ja. Ja, hi, Patrick hier. Hi, Sebastian. Ich höre keinen Ton von dem Video, das du abspielst. Ich habe den Einwurf vorhin schon mal gebracht, aber ging anscheinend unter. Geht's nur mir so? Ich höre den Ton deines YouTube-Videos nicht. Machen wir gern in die Runde. Hört ihr den Ton des YouTube-Videos? Also ich höre sehr gut. Ich höre auch, das muss an seiner Technik liegen. Okay, also ich habe mich gerade eben auch neu angemeldet. Ich habe das System neu gestartet, trotz allem. Schade, okay. Patrick, tut mir leid, aber du kannst parallel natürlich, du kannst es auf YouTube gucken. Die sind alle auf, also alles ist auf YouTube. Aha, wunderbar. Ja, sehe ich gerade. Ich danke, ich störe nicht weiter. Weiter bitte. Nee, alles gut, alles gut. Sonst noch irgendwelche Wünsche? Alles gut, dann mache ich mal weiter.
Objektives, gut oder schlecht. Was ich damit sagen will, jeder hat also ein normales Leben und einen Beruf. Oder jeder hat ein normales Leben und ein Hobby. Jeder hat ein normales Leben, Essen, Einkaufen, Sport, Beziehung, Sex, Rente, Versicherung und etwas, das ihn zu etwas Besonderem, Einzigartigem macht. Ein Beruf oder ein Hobby, meistens etwas, in dem er besonders gut ist. Bei mir ist dieses andere Leben, also die Kunst, zwar gewissermaßen, wie man so schön sagt, beides gleichzeitig, also Hobby und Beruf. Dafür aber ist die Kunst etwas, in dem man gar nicht das Gefühl bekommen kann, besonders gut darin zu sein, weil man ja überhaupt gar nicht weiß, was Kunst ist. Die Kunst kann einem nicht das Gefühl geben, gut zu sein. Trotzdem brauche auch ich, genauso wie andere, das Gefühl, in etwas besonders gut zu sein. Auch wenn ich Künstler bin oder auch wenn ich Kunst mache. Wahrscheinlich brauche ich es deshalb sogar noch mehr als alle anderen. Darum habe ich mir Regeln fürs normale Leben aufgestellt, sodass ich darin besonders gut sein kann, wenn ich schon nicht als Künstler besonders gut sein kann. Diese Regeln werden zum Beispiel, dass ich sportlich und schlank bleibe, also wenig Kohlenhydrate, viel Eiweiß. Dass ich immer meinen kleinen Sixpack-Ansatz behalte. Dass ich jeden Tag früh aus dem Bett komme, also maximal 6 Stunden Schlaf. Dass ich gut gekleidet bin und dass ich jeden Tag das Beste aus meinem Leben raushole. Das bedeutet also, wenn ich es schaffe, mich an diese Regeln zu halten, dann ebne ich mir damit den Weg zur Kunst. Kunst funktioniert für mich also nur, wenn ich mich an all diese Regeln halte. Meine Denke funktioniert also so. Wenn ich es schaffe, mich an all diese Regeln zu halten, dann bin ich gut, beziehungsweise ein besonderer Mensch. Und wenn ich ein besonderer Mensch bin, dann kann ich auch Kunst machen. Überspitzt formuliert heißt das, wenn ich ein besonderer Mensch bin, ist automatisch alles, was ich mache, auch Kunst. Kunst ist für mich also der Vorsatz, das Leben auf die bestmögliche Weise zu leben. Ich muss die beste Version meiner selbst sein, um Kunst machen zu können. Also bedeutet Kunst, das Leben auf die bestmögliche Weise zu leben. Kunst ist also eine Formel fürs Leben. Versteht ihr was? So, das sollte an dieser Stelle reichen. Ich will euch ja nicht überfordern. Schaue ich mal, dass man mich... Sieht man mich wieder? Ja. Genau, ich habe eben den Hinweis gemacht, die meisten meiner Videoarbeiten sind auch auf YouTube einsehbar, was dazu geführt hat, dass, glaube ich, viele Leute, die mich nicht kennen, gar nicht so sicher sind, ob das eine Rolle ist, die ich da spiele, oder ob ich wirklich so verrückt bin. Aber ich kann jetzt mal vielleicht den kleinen Hinweis, also diese Arbeit, die wir gerade gesehen haben, das ist eine Arbeit aus dem Jahr 2017. Und da habe ich so eine YouTuber-Figur 2017 erfunden und hab mehrere Videos als diese YouTuber-Figur gedreht. 2017 war eine Zeit, als es meines Wissens noch TikTok und sowas nicht gab. Und da war YouTube vielleicht noch das angesagtere Medium oder da war YouTuberin und YouTuber sein noch angesagter. Und das Ganze kam daher, dass ich mich spätestens 2016 gefragt habe, was man als Videokünstler denn eigentlich jetzt machen können sollte. Und bin dann weggekommen von diesen herkömmlichen Videoarbeiten, von denen ich euch eine eben gezeigt habe. Und dann habe ich so eine YouTuber-Figur erfunden. Und dann sozusagen nur noch diese Art von Arbeiten gemacht. Genau, und das war jetzt wirklich eine Schlüsselarbeit. Und das Stichwort war künstlerischer Ansatz. Eine Schlüsselarbeit, in der ich mir klar wurde, was eigentlich mein künstlerischer Ansatz ist. Genau, und der kam hier ansatzweise schon zum Ausdruck. Ich will jetzt gerne nochmal mit euch teilen. Also mein künstlerischer Ansatz ist, um es nochmal zu wiederholen, niemand weiß, was Kunst ist oder wie man Kunst erschaffen kann. Trotzdem muss ich als Künstler Kunst machen. Es bleibt mir also nichts anderes übrig, habe ich gesagt, als zumindest die optimalen, und das ist entscheidend, die optimalen Voraussetzungen zur Entstehung von Kunst zu schaffen, wenn ich schon nicht weiß, wie Kunst direkt geht und was Kunst ist. Und wie funktioniert das, die optimalen Voraussetzungen zur Entstehung von Kunst zu schaffen? Ich habe das für mich so gelöst, indem ich jeden Tag das Beste gebe, und zwar in anderen Bereichen außerhalb der Kunst, in denen es klarere Regeln gibt und eindeutigere Kriterien oder klarere Vorstellungen für Erfolg und Misserfolg und dafür, was gut und schlecht ist. Und das positive Gefühl oder das Erfolgsgefühl, das ich dadurch bekomme, in diesen anderen Bereichen mit klaren Regeln gut zu sein,
dieses Erfolgsgefühl aufs Kunstmachen übertrage, sodass ich mich dadurch am Ende zutraue, oder dass ich mir dadurch am Ende zutraue, die Sache, an der ich gerade arbeite, zu Kunst zu erklären. Nach dem Motto, wenn ich in allen anderen Feldern, die für mich neben der Kunst existieren, gut bin, dann kann ich in der Kunst auch nicht schlecht sein. Oder überspitzt formuliert, wenn ich es schaffe, in allen anderen Feldern, die für mich neben der Kunst existieren, gut zu sein, dann bin ich gut in Kunst. Denn, und jetzt kommt eine weitere Behauptung, eine Schlüsselstelle für mich, auch wenn es die Idealvorstellung ist, dass ein Objekt, eine Sache aus sich selbst heraus Kunst ist, läuft es meistens doch anders. Und eine Sache ist erst dann Kunst, wenn eine Künstlerin oder ein Künstler sie im ersten Schritt zu Kunst erklärt. Erst dann kommt das Urteil des Publikums. Man muss also eine Haltung entwickeln, um vor sich selbst oder sich selbst gegenüber und vor dem Publikum vertreten zu können, dass das, was man macht, Kunst ist. Es geht, so ist es, habe ich das für mich geklärt, es geht bei Kunst also nicht darum, Kunstwerke zu produzieren, sondern darum, eine Haltung zu entwickeln, mit der man das Produzierte zu Kunst erklären kann. Und wenn ich dazu zurückkomme, was meine Haltung ist, also sozusagen die Haltung, in anderen Feldern gut zu sein, um gutes Gefühl, ein Erfolgsgefühl zu bekommen, um das aufs Kunstmachen zu übertragen, dann ist diese Haltung, diese Einstellung eine Selbstoptimierungsformel. Die Selbstoptimierungsformel Kunst. Zumindest war das mein künstlerischer Ansatz. Und so schließt sich eigentlich der Kreis. Und ich komme dazu, wenn ich jetzt den Bildschirm hier teilen kann, was für mich, was ich mit dieser Erkenntnis gemacht habe. So, ihr seht das, genau, ups, das hier ist nochmal ein Videostill aus der Arbeit, die ich eingangs gezeigt habe, aus der Videoarbeit Ruine oder Institution. Es ist eigentlich so ein, wie soll ich sagen, Signature Piece für mich. Das war die Szene. Diejenigen von euch, die von Anfang an dabei waren, können sich erinnern, das war die Szene, ich war ja Oberkörper vor einem Rührei oder einem Eiklar. Hintergrund, es war ja wenig Eigelb und viel Eiweiß. Denn zu der Zeit, als ich dieses Video gedreht habe, habe ich ja aus Gründen der Fitness vermieden, Eigelb zu essen wegen dem Fettgehalt. Also sozusagen wiedererkennbares Videoziel aus der Arbeit. So, und jetzt nochmal zu dieser Selbstoptimierungsformel Kunst. Ich habe für mich erkannt, dass mein künstlerischer Ansatz die Selbstoptimierungsformel Kunst ist. Also Verausgabung und für die Kunst das Beste zu geben, um ein Erfolgsgefühl auf das Feld Kunst übertragen zu können, um die Haltung zu besitzen, Dinge zu Kunst erklären zu können. Und daraus sind Arbeiten wie diese entstanden. Die Arbeit 2017, Flatness Fitness. Und jetzt seid ihr gern alle dazu aufgerufen, weil ich jetzt ein paar Arbeiten zeige. Also bitte sehr gerne, meldet euch gern zu Wort und fragt ein bisschen was zu arbeiten, weil ich will eigentlich gar nicht so super viel selbst zu den Arbeiten erklären, weil spätestens 2017 bin ich eigentlich dazu übergegangen, meine Arbeiten alle nach der Fertigstellung direkt entweder auf YouTube oder auf Instagram zu veröffentlichen. Und ich bin 2016 damit gestartet, diese YouTube-Videos zu machen, in denen ich erklärt habe, was meine Auffassung von Kunst ist, in dem ich meinen künstlerischen Ansatz erklärt habe, also diese Selbstoptimierungsformel Kunst. Und bin dann 2017, ein Jahr später, dazu übergegangen, einfach Bilder oder Posts zu machen, die in einem Bild zum Ausdruck bringen, das ist die Selbstoptimierungsformel Kunst oder das ist mit Kunst möglich. Und Flatness Fitness war so eine Arbeit. Flatness Fitness ist auch eine meiner Lieblingsarbeiten, weil sozusagen dieser Ausdruck Flatness, der dürfte uns allen, die wir ja einigermaßen versiert in Kunstgeschichte sind, bekannt sein. Das ist nämlich ein Ausdruck, der sozusagen Kunst ab den 1960ern, würde ich sagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beschreibt. Ein Ausdruck, der von Clement Greenberg stammt
und sagt, dass Kunst flach ist, Farbe auf Leinwand. Und ich dachte mir, Flatness klingt eigentlich auch so ein bisschen wie flacher Bauch. Und auf diese Weise ist diese Arbeit Flatness Fitness entstanden. Und da ich versucht habe, sozusagen eine Art Wiedererkennungswert zu schaffen, was man ja auch hier sieht, genau, ist aus dieser Flatness Fitness Arbeit die Arbeit entstanden, Andy and Me. Genau, Andy Warhol, wissen wir alle, wurde ja von einer radikalen Feministin leider angeschossen, ist an den Folgen dieses Attentats dann auch einige Zeit oder kurze Zeit später dann doch ums Leben gekommen. Andy Warhol ist ein Künstler, der, wo ich sagen würde, dass unser künstlerischer Ansatz irgendwie, wenn ich mir das erlauben darf zu sagen, einigermaßen nah beieinander ist. Ja, und da ist diese Arbeit daraus entstanden. Also eigentlich, vordergründig ist es ganz platt. Man sieht es hier, also es ist eine Wandarbeit. Es ist dieses Bild mit einer Tapete. Und es geht natürlich um diese Art, die Schusswunden von Andy Warhol und mein Sixpack. So platt ist es vordergründig. Aber es geht natürlich um diesen Leistungsgedanken und Selbstoptimierungsgedanken, der für mich in der Kunst steckt. So. A Hero is One Who Looks Like a Hero von 2018. Das war eine Art Autogrammkarte. Auch eine eigenständige Arbeit. Und ja, und hier auch von 2018 eigentlich so eine Arbeit, wo ich finde, dass es ganz gut funktioniert hat, diese Selbstoptimierungsformel Kunst auf den Punkt zu bringen in einem Post. If you can make it as an artist, you make it anywhere. Also das ist auch so meine Auffassung von Kunst. Ja, hier irgendwelche Zwischenfragen oder irgendwelche Zwischenbeiträge. Also ich bin es ja gewohnt, durch Clubhouse und so weiter, dass man etwas miteinander spricht oder auch durch meinen Beruf als Journalist, dass man auch ein bisschen streitet oder dass man ein bisschen in Austausch kommt. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Dann mache ich mal weiter. Genau, also 2018 habe ich dann ausgehend von diesen YouTube-Videos, weil ich festgestellt habe, dass eigentlich inhaltliche Auseinandersetzung und das Schreiben neben dem Erzählen ein Weg ist, wie ich mich künstlerisch ausdrücken kann, habe ich dann so ein kleines Büchlein publiziert im Rahmen oder als Teil meiner Diplomausstellung. Das war eine Zeit, es war die Hochphase des islamistischen Terrors in Europa. Es war die Hochphase von den Nachwirkungen der Flüchtlingsbewegung. Es war eine Zeit, in der Deutschland darum gerungen hat, eine neue Regierungskoalition, dass eine neue Regierungskoalition gebildet wird. Also kurz gesagt, es war eine hochpolitisierte Zeit und eine Zeit, in der sehr viel politische Kunst entstanden ist. Eine Zeit, 2017 war auch die Biennale von Venedig, also auch eine sehr politische Biennale. Und ich habe mich gefragt, weil ich damals den Eindruck hatte, dass ganz hohe Erwartungen an politische Kunst gestellt werden, habe ich mich gefragt, ja, was kann politische Kunst überhaupt? Und habe um diese Frage herum den Text für dieses Büchlein gestrickt. Vielleicht lese ich mal kurz den Klappentext vor, weil das war so die Quintessenz aus dieser Publikation. Kunst ist eine Frage der Haltung. Damit der Verdruss über Kunst verschwindet und Kunst endlich wieder einen Sinn hat, müsste es, bevor es darum geht, welche Haltung ein Künstler zu einem gewissen politischen Thema einnimmt, das er mit seiner Kunst bearbeitet, um die Frage gehen, wie er vor allem sich selbst beweist, dass er Künstler ist. Nicht, weil ein Kunstpublikum einem Künstler grundsätzlich misstrauen soll, sondern weil es aus dem Weg, auf dem der Künstler zu seiner Überzeugung gelangt, der heute durch die Frage erschwert wird, ob es im Angesicht von Terror und Flüchtlingskrise angemessen ist, weiter Kunst zu machen,
eine viel größere Lehre, einen viel größeren Nutzen ziehen könnte als aus Kunstwerken. Weil vielleicht sogar der Weg des Künstlers dorthin zu dieser Überzeugung die eigentliche Kunst ist. Genau, und weil das mir eigentlich nie gereicht, also weil ich immer schon auf Inszenierung stand und es mir nie gereicht hatte, einfach nur so eine Publikation rauszubringen, habe ich zu diesem Cover, das hier eine Hommage ist an den damaligen AfD-Chef Alexander Gauland, auch die amerikanische Version rausgebracht, die türkische Version rausgebracht und die russische Version rausgebracht. So, jetzt bin ich eins zu weit gegangen. Warte kurz, muss mal gucken, wie ich hier wieder zur Präsentation rauskomme. So. Seht ihr mich wieder? Ja, ihr seht mich wieder. Genau. Also, Stichwort war ich Selbstoptimierungsformel Kunst. Da ist eigentlich, hat sich für mich so ein Schalter umgelegt und das hat dazu geführt, dass ich mir gesagt habe, wenn mein künstlerischer Ansatz gleichzeitig eine Lebenshaltung ist, eine Lebenseinstellung, die mich zum Maximum antreibt, warum soll ich dann damit weiterhin versuchen, nur in Anführungszeichen Kunstwerke zu produzieren? Also jetzt sind wir bei meiner Eingangsbehauptung. Warum soll ich damit nur weiterhin Kunstwerke produzieren, also künstlich mit Bedeutung aufgeladene Ausstellungsobjekte oder überteuerte Verkaufsobjekte? Warum soll ich mit dieser Haltung, die mich zum Maximum antreibt, warum soll ich diese Haltung nicht nutzen, um meine Träume zu verwirklichen und um meine mir angedachten Rollen auszufüllen? Und an dieser Rollen, die ich damals für mich ausgedacht habe, und tatsächlich, so simpel ist es dann auch, an dieser Rollen war eben das Journalistsein. Weil ich am Ende meines Kunststudiums dann zu der Erkenntnis kam, dass Kunstmachen für mich bedeutet, Dinge verstehen wollen und Dinge vermitteln wollen. Und das hat mich dann eigentlich letztendlich zum Journalismus geführt. Und was ich dann euch jetzt gern als sozusagen als Erkenntnis oder ja, als Erkenntnis aus meinem künstlerischen Ansatz oder aus meinem Kunststudium mitgeben kann oder mitgeben möchte gern, ist, dass letztendlich jeder Kunst für seine eigene Erfolgsgeschichte benutzen sollte und dass das auch meine Vorstellung von Kunst ist. Und jetzt Abschluss kurz. Jetzt will ich euch noch mal ein paar Arbeiten zeigen, die ich noch gemacht habe. So, man sieht, ich glaube, man sieht den Bildschirm wieder. Genau, das war eine. So, hier ist nochmal die Anknüpfung an diese Alexander Gauland-Arbeit. 2018 dann auch White Supremacy hat die Arbeit. Ist auch unschwer erkennbar, woher das kommt. Also das war dann 2018, als Trump amerikanischer Präsident war und Rassismus wieder in den USA ein noch größeres Thema als sonst eben wurde, oder als diese sozusagen der neue Rassismus oder der neue White Supremacy Bewegung aufgekeimt ist. Time's Up, traue mich fast nicht zu sagen, aber es war eine Reaktion auf die MeToo-Bewegung für mich, also von mir. Und genau hier nochmal ein Thumbnail, also ein Vorschaubild einer meiner Arbeiten auf YouTube. So, jetzt habe ich euch ziemlich zugeballert mit meinem künstlerischen Ansatz. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, ja, also jetzt bin ich wieder zu sehen. Genau, jetzt habe ich euch zugeballert mit meinem künstlerischen Ansatz. Aber das war total wichtig, damit ihr versteht, was wo ich herkomme und warum ich dann letztendlich auch davon weggekommen bin, herkömmliche Kunstwerke herzustellen, wobei ich ja nie im klassischen Sinn gemalt habe Skulpturen oder Plastiken gefertigt habe und dazu übergegangen bin, eine Journalismusausbildung zu machen. Anfangs noch dachte ich,
Ich habe das als eine Art sozusagen, habe ich mir vorgenommen, das als Rüstzeug fürs Kunstmachen anzusehen, aber bin jetzt letztendlich dazu gekommen, dass ich immer noch finde, dass das alles, was ich mache, Kunst ist. Genau, und damit habe ich jetzt meinen Redebeitrag beendet und würde mich freuen, wenn ich jetzt ganz viele Fragen habe und wenn wir ein bisschen diskutieren können, weil das, was ich gesagt habe, ist ja jetzt nicht alles so unstrittig.